Okay, da geht's noch nach links weiter. Okay, eine Brechstange. Das erinnert mich an eine gewisse Holzwand im Hotel. Was war das denn gerade? Good soup is food. Familienwappen. Meistersuppe ist Qualität. Da wollte doch gerade einer reden. Spalte. Ey, du Spalte. Dann gucken wir mal durch. Stirb! Nein! Oh, das mache ich nicht noch einmal. Ich glaube, ich habe mir den Schädel gebrochen, ich Dummkopf. Das ist deine eigene Schuld. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also habe ich dich erschreckt, oder? Nun ja, eher überrascht. Oh. Aber auf eine furchterregende Art und Weise überrascht. Du bist wirklich sehr, sehr furchterregend. Rede nicht so herablassend mit mir. Ich habe doch keine andere Wahl. Ich sah dich aus diesem Sarg kommen. Heißt das, dass du tot bist? Nein, ich habe nur so getan, als ob... Verdammt! Ich dachte, wir könnten zusammen rumgeistern und eine Welle des Terrors in der ganzen Karibik verbreiten. Das soll also heißen, dass du mich nur meiner Beine wegen liebst? Sowas in der Art. Der Murray! Ach, da freue ich mich ja, dass der auch wieder dabei ist. Hey, wie geht's dir denn sonst so? Hi, Murray. Oh, es tut weh. Okay, angucken? Es ist Murray. Ja, hab ich mir gedacht. Können wir den mitnehmen? Hey! Da haben wir den alten Plapperschädel tatsächlich im Inventar. Ist ja unglaublich. Er kann einfach nicht aufhören zu jammern. Können wir ihm jetzt vielleicht oder eine Tofu-Maske überziehen? Meine Tofu-Maske wird hier nichts ausrichten können. Können wir ihm jetzt vielleicht den Arm ankleben? Murray mit seinem Arm wieder zu vereinigen ist eine schlechte Idee. Ja, ich glaube, du hast recht. Dann gucken wir mal durch die Spalte. Ah. Okay, Dinosaurierpuppe, Poster, LeChuck-Maske, erhängtes Schmuggelhäschen. Ein toter Papagei, ein Poster. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um, ne? Dinosaurierpuppe. Es ist ein Dinosaurier aus. Die Monster, um die sich die Zeit einen Dreck scherte. Ein Meisterwerk. Können wir mit der reden? Nein. Okay. Was steht da? Pirates Must Die. Das Poster. Es ist ein Poster für irgendein albernes Buch über untote Piraten. Okay. Ein Schmuggelhäschen. Eklig und grässlich zugleich. Ach, geht eigentlich. LeChuck-Maske. Sieht aus wie eine Halloween-Maske. Können wir die nehmen? Ich komme nicht dran. Können wir die vielleicht nehmen? Ich komme nicht dran. Naja, war ein Versuch wert. Eine Ranzrabe. Das ist das Zeug, aus dem richtig langweilige Träume sind. Schundbücher. Es ist ein Haufen blöder Horrorgeschichten. Ein toter Papagei. Es ist entweder ein toter Papagei oder eine sehr seltsame Fledermaus. Und hier noch tote Trophäen. Man kann von hier aus schwer erkennen, was es ist. Dem Bart nach zu urteilen, müsste es eine Ziege sein. Und hier noch ein Hirsch? Ach, du liebe Güte. Ach, das ist keine Ziege, das ist irgendein Typ. Und hier haben wir noch einen Pickkopf. Wie langweilig. Aber echt mal. So, und hier haben wir noch, was ist das? Mickey Dick? Nee, Mighty Dick? Ach, keine Ahnung. Es ist das Poster für ein richtig mieses Monsterbuch. Glaub mir, das wird sich nie verkaufen. Ach, dann wahrscheinlich wirklich Moby Dick. Ich dachte, das war vielleicht ein anderer Dick, Tracy. Naja, was haben wir hier noch? Es ist ein Poster von Vampir 12, die große Sauge. Und hier noch Mords Roman. Es sieht aus, als schreibt er an einem Horrorroman. Er heißt Der Grog, der Leute trank, Teil 1 eines dreiteiligen Zyklus. Ich frage mich, warum Schund immer in drei Teilen erscheint. Ja, also herzlich willkommen bei Monkey Island 3. So, jetzt ist aber die Frage, Laterne. Eine Laterne, wir brauchen eine Laterne. Es ist eine glühende Laterne. Komm, die können wir doch schnappen bestimmt. Ach. Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? Ja, wir haben eine Laterne. Eine Laterne, endlich. Ach Mensch, können wir nochmal durchgucken? Ich würde gerne mal weiter rumgucken und hier rumprobieren. Ein Werwolf. Unheimlich. Ja. Fürwahr. Was haben wir hier? Zombies, 8 Mai, irgendwas. Können wir gar nicht zu Ende lesen. Und Mord. Das muss der Totengräber sein. Okay, der Mord liest also lauter Kitschromane. Können wir mit dem quatschen vielleicht? Hey, Mister! Hilfe! Was?
Lister, wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord, den alten Totengräber? Da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppegruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ihr verrückten, langhaarigen Belger mit eurer Barockmusik! Habt mich einmal reingelegt, schämt euch. Ein zweites Mal und ich müsste mich schämen. Yeah, Barockenroll! Das ist kein fauler Trick, ich bin wirklich in dieser Gruft eingeschlossen. Das ist kein fauler Trick, ich bin wirklich in dieser Gruft eingeschlossen. Ich habe eine spezielle Mixtur getrunken, die mich in ein Koma fallen ließ. Als man dachte, ich sei tot, hat man mich in diese Gruft gebracht. Ja, das stimmt. Das haben sie im Roman Tausch nie dein Essen mit einer Leiche gemacht. Wenn ihr Kinder euch mal was Originelleres einfallen lassen würdet, könnte ich euch vielleicht glauben. Ja, dann komm und sieh doch durch den Spalt. Komm und sieh durch den Spalt. Oh, sicher. Ich drehe der Tür den Rücken zu und ihr diebischen kleinen Ganoven schleicht euch von hinten an mich und fesselt mich. Ich habe alles über eure unheimlichen Tricks in meinen Horrorromanen gelesen. Also nichts da. Da liest jemand auf jeden Fall zu viel Twilight. So, verdammt, du hast meine Täuschung durchschaut. Verdammt, du hast meine Täuschung durchschaut. Ich bin kein gewöhnlicher in einer Gruft gefangener Mann. Nun, was bist du denn dann? Mein Überlichtgeschwindigkeitsschiff ist in einer Subraumanomalie gefangen. Ich bin auf der Suche nach den goldenen Stäben von Stonnen, um Frieden in dein Reich zu bringen. In das Reich zu bringen. Verdammt. Ich bin ein wütender und verwirrter Geist, welcher in dieser Gruft spukt. Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Ich bin Veganer. Ich hasse die Ausbeutung von Tieren. Echt? Aber was machen dann all die ausgestopften Köpfe an deiner Wand? Von denen ist nur einer echt. Was ich sagen wollte war... Mein Überlichtgeschwindigkeitsschiff ist in einer Subraumanomalie gefangen. Du hast kein Schiff. Jeder echte Überlichtgeschwindigkeitsreisende wüsste, dass die Umkehrung der Polarität eines Ionenflussfeldes in einer sich expandierenden Tachyonenwelle resultiert, die wiederum eine Neutrino-Spur hinterlassen würde, der man aus der Anomalie folgen könnte. Was ich sagen wollte war... Ach, wie schön. Ich bin hier gerade einen am Zurechtgrinsen. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht laut loslache, um das Gespräch hier nicht irgendwie zu übertünchen mit meinem... Ha-ha-ha-ha-ha-ha. So, auf jeden Fall, ich bin auf der Suche nach den goldenen Stäben. Ich bin auf der Suche nach den goldenen Stäben von Keton, um Frieden ins Reich zu bringen. Trägst du das Mal des Tücks Blick, des Auserwählten, den die Schriftrollen des dritten Schatten prophezeien? Ich hatte gehofft, du würdest das nicht fragen. Um genau zu sein, bin ich ein in dieser Gruft gefangener Geist. Dann mach, dass du vor mir erscheinst. Wie bitte? Wenn du ein echter Geist wärst, könntest du dich in einer geistartigen Form materialisieren. Steht alles in den Büchern. Dann lass mal sehen. Ist der unheilvolle Klang meiner körperlosen Stimme nicht Beweis genug? Anscheinend nicht. Buah-ha-ha-ha-ha! Er zittere vor Furcht! Ich bin ein böser, böser Geist! Buah-ha-ha-ha! Er zittere vor Furcht! Ich bin ein böser Geist! Dann zeige mir deine grässliche Fratze! Geht nicht, ich bin so schüchtern. Du bist kein Geist! Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt! Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt! Dann zeige mir deine grässliche Fratze. Jetzt gerade nicht. Du bist kein Geist. Du musst Horrorromane ja lieben angesichts deiner Sammlung. Geschichten aus dem Reich der Toten zu lesen, hilft mir, mich von meiner Arbeit abzulenken. Okay. Naja, ich werde jetzt hier im Dunkeln schmoll. Ah nee, warum verschwendest du dein Geld für solch einen Schund? Wenigstens benötigt mein mieser Schund keine Tausende von Mark teurer Hardware. Das sehe ich ein. Oh. Ja, dann, ja. Lass mich aus dieser Gruft heraus! Diesmal falle ich auf eure Tricks nicht herein. Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen.
Na gut, dann gehe ich jetzt aber im Dunkeln schmollen. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel Spaß noch. Können wir vielleicht mit dem... Ach, können wir nicht Murray irgendwie... Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Oder hier so hinstellen? Leider kann ich Murray nicht damit benutzen. Den Skelettarm haben wir auch noch. Ich wette, es würde ihn wirklich gruseln, aber ich komme nicht dran. Kommen wir nicht wie bei 4 vielleicht so ein bisschen hier so hoch? Die gute alte gruselige Hintergrundbeleuchtung, wenn das Licht von hinten kommt und die großen Schatten fallen. So, können wir jetzt irgendwie so? Ich kann nicht sehen, wohin der Arm von hier geht. Ach, dann nochmal raus und nochmal durchgucken. Moment. So, da haben wir nämlich den Schatten von Guybrush und können wir da jetzt vielleicht mit dem Skelettarm irgendwie... So? Ich wette, es würde ihn wirklich gruseln, so? Aber ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Vielleicht... Nein? So? Ich komme nicht dran. Dann benutzt doch den Skelettarm. Ich komme nicht dran. Oder vielleicht mit Murray irgendwas hier? Ich glaube nicht, dass er das... Leider kann ich Murray nicht damit benutzen. Ach Mensch, können wir jetzt vielleicht mit Mort nochmal reden? Ich bin's nochmal. Der Kerl, der nicht in der Meistersuppe-Gruft eingeschlossen ist. Was willst du? Ich werde dich heimsuchen, tralala. Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt. So, du behauptest also, ein Geist zu sein? Ja. Natürlich bin ich das. Kannst du nicht meinen gespenstischen Umriss auf der Wand hinter dir sehen? Das? Das ist nicht der Umriss eines brutal gemarterten Geistes aus dem Jenseits. Nun, da ist ein Bild eines Geistes in meiner Ausgabe von Die Maske in der roten Matsche. Große leere Augenhöhlen, ein zahniges, gewissenloses Grinsen, glühendes inneres Feuer. So muss ein Geist aussehen. Du hast die Silhouette eines mageren Klappergestells. Dann schmollen wir eben nochmal im Dunkeln. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Also wir müssen irgendwas... Können wir vielleicht Murray auch noch auf den Sargdingens stellen? Hier so hin, auf den Sargdeckel? Leider kann ich Murray nicht damit benutzen. Vielleicht mit der Laterne? Murray, zeig, was du kannst. Ja! Okay. Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar. Warte, ich komme. Ja! Gute Arbeit, Murray. Ich war schrecklich, nicht wahr? Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Da, sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Ach, ich mag den Murray. Der ist so super sympathisch. So. Sie ist nutzlos jetzt, wo sie leer ist. Nein, die Laterne ist nicht nutzlos. Nimm die mit. Sie ist nutzlos jetzt, wo sie leer ist. Nein, darin können wir doch Glühwürmchen sammeln, du Idiot. Sie ist nutzlos jetzt. Ach Mensch, wie kann man so beschränkt sein? Mit der Lampe hätte man super Glühwürmchen mitnehmen können und jetzt können wir die nicht benutzen. Oh, warte. Eine Schüssel. Es ist Gemüsesuppe mit... Rosinen? Rosinen! Ich fühle mich nicht gut dabei, den Toten ihre Suppe zu stehlen. Was haben wir denn da in der Schüssel? Na? Sieht aus wie Minestrone, mit Spinnweben und Mäuseknochen garniert. Köstlich, köstlich. Dann nehmen wir uns gleich mal ein Schüsselchen mit. Nein, wirklich. Ich kann nicht. Ich bin satt. Oh, na gut, dann, das verstehe ich. Da gehen wir gleich mal weiter. Ach, doof, dass wir die Laterne jetzt nicht mitnehmen können. So, Mini, ne? Mach's gut. Wir gehen mal ganz kurz was gucken. Und zwar den Sarg, bevor wir weiterziehen. Und den Kranz können wir auch gleich nochmal angucken. Morbide. Ne, ist halt ein Sarg. Nein. Doch, ist wirklich ein Sarg. Und ein Gedenkkranz. Geschmackvoll gemacht. Ja, können wir den vielleicht klauen vor ihren Augen? Nein. Na gut, dann wollen wir mal weiterziehen.